Und jetzt starten wir in die Knife Show. Zumindest sieht es aus, dass beide Seiten ready sind. Und wir gucken mal, wer schnappt sich auf Mirage die Knife Front. Ja, das sieht gar nicht mal schlecht aus, danke Merkel. Ohne auch nur einen einzigen Verlust geht's da. Tja, in die Qual der Wahl. Um die Seitenwahl. Da wird erstmal geswitcht. Ah, Seiten getauscht. Man will es also auf der City-Seite anfangen. Und somit live in der ersten Pistol-Round. Fünfmal Kevlar bei Duncan Merkel. Dreimal Kevlar mit Doppelsmog, Doppelflash, Molotov bei Pandaric Esmods. Und da geht es erstmal auf relativ, könnte sagen, normalen Aufbau. 2-1-2 bei Duncan Merkel. Pandaric, ja, versucht schnell Richtung A-Spot. Akuma blind. Oh, 3-4 mal unten aus der Rampe raus. Booster abgesmogt. Booster durch die Smoke durch. Jetzt den ersten für Hügi, Robbe, Connector fällt. Ah, das ist erstmal die doppelte Überzahl für Pandaric. Sarkul, Booster, schöner Doppelkill mit der USB vom Ticket aus. Sarkul weiß, steht irgendwas hinten im Jungle drin, die Shots sitzen, reicht für Cryptics. Und jetzt liegt Suncare. 1-2 mit der Glock, keine Chance. Sarkul macht das gut. Außen Connector raus. Und die erste Runde erfolgreich auf dem Konto von Duncan Merkel. Und das, obwohl man eigentlich in der Unterzahl war. Pandaric ist da schnell Rampe rausgeschossen. Konnte schnell die ersten Entries ziehen. Aber gereicht hat es am Ende leider nicht für mehr als nur den Baumplant. Zweite Runde. Wir sehen, ah, P250s, ein paar Deagles bei Pandaric. Oh, erstmal schöne Granaten in die Mitte rein. Robbe, sauber davon, kurz mit Akuma. Und da gab es dann eben keine Chance, ja, dass man da in der Pistol Eco Round auch mit Pistols, ja, mit Deagle Upgrades irgendwas hätte auslichten können. Also, jetzt der Versuch mit 5 AKs. Die erste Barround also für Pandaric. Und da geht's erstmal zack in die Mitte rein. Simo, oh, die Granate, die Doppelnate. Und der Schaden von Starkule und Högi aus dem Doppelwinder raus ist richtig immens. Simo raus, Kasi raus. Und direkt mal wieder die Überzahl hergestellt für Duncan Merkel. Ah, vielleicht schaffen's ja Kerr. Cryptics, Bly. Immerhin haben sie die AKs. Natürlich für die beiden SMGs bei Duncan Merkel dankbare Upgrades wären. Da haben wir erstmal gehalten, währenddessen man schon offensiv Palace pusht. Akuma weiß, Palace ist sauber. Wäre also schon mal eine erste Info, um vielleicht die Defense auf B ein bisschen zu verstärken. Aber Robbe nochmal mit der nachgepickt, genauso wie Högi, die sehen da ist nichts. Also noch könnte man natürlich über Underpass, Apps und auch die Rampe in Richtung A oder B-Spot gehen. Oh, nee. Ein bisschen Schaden reicht nicht ganz. Wie ich jetzt gerade mit Akuma, Palace und Robbe. Ah, der da mit Boost einfach das Ganze im Keim erstickt von Pandaric. Und auch die erste Warround geht leider, leider ins Leere für Pandaric Esports. Tja, jetzt heißt es nochmal Pistols. Danach sind noch die Warround. Danke, Merkel. Natürlich, ich kann jetzt hier schon mal eine gute Economy aufbauen. 5.000-6.000 auf der Bank. Diesmal geht es für schnellen B-Rush. Eine Flash bei Care. Und natürlich warten Starkule und Robbe auf Shorts. Ja, die haben natürlich gute Utility dabei. Smokes, Flashes, Nades, Flashes raus. Erste Infos sind gestreut. Molotov liegt gut. Ah, da dürfen sie schon viel Schaden einstecken. Natürlich sind es dann einfache Frags für die beiden AKs. Hinten am Spot stehen und Tate ist schon da. Högi von hinten kommt der Backstep von Akuma und Blei. Ah, der hat da keine Chance mehr. Von überall schießen sie auf ihn ein. Und dann ist es eben die schnelle vierte Runde. Das schnelle 4-0 für Duncan Merkel. Und Pandaric
immer noch auf der Suche nach ihrer ersten Runde, nach dem ersten Erfolg auf der Mirage T-Site. Jetzt mit Scout, SG und einer AK. Das Ganze doch schon sehr lastig im Aufbau. Mitte, oh, Cryptix, die Nate kommt rein, der weiß ich hier, Mitte offensiv, die Nate kommt. Aber hat ganz wenig Impact. Immerhin Starkill angeschossen auf 40 AP. Ist schon mal erster Anfang, aber Cryptix hat da gut was reingesteckt. Oh, und danke, Merkel hat einen richtig guten Read. Akuma. Ah, wir wissen Bescheid jetzt. Rampe raus, Palace steht. Starkill hört die Schüsse unten im Sandwich. Hat mich getroffen. Nach. Das sind gute Shots von Akuma. Triple Kill gesetzt. Cryptix, Timo. Wir haben insgesamt gerade mal etwas mehr als 100 HP in die beiden. Timo raus. Cryptix abgesmoked, Bombe down, 1 gegen 3 für Cryptix. Und ich glaube, das sollte gelaufen sein. Aber er hat noch die AK, den Molotov. Also mit 2 Headshots ist die Runde gewonnen. Und Booster braucht auf jeden Fall 2. Aber nicht, wenn Robbe da unten auf die Close Distance steht. Und hier dann eben das 5:0 für Danke Merkel klar macht. Bisher guter Start, den die Jungs da hinlegen. Penderek, ja, scheint ein bisschen am Struggeln zu sein. Versucht jetzt mit dem Kopf durch die Wand, könnte man sprichwörtlich sagen. Mit rein investiert, klar, mit 5 Runden, die man am Stück verloren hat. Högi, Connector mit AWP, ersten Anschuss bekommen, aber auch einen ausgeteilt. Oh, die Flash ist gut, auch Robohoff hat erstmal keine Chance. Und jetzt müssen Booster und Akuma auf dem A-Spot liegen. Natürlich, Window-Deck. Nochmal Granaten reinwerfen, unten unter das Window. Aber viel Schaden, na, können sie da außer bei Cryptix erstmal nicht wirklich ausrichten. Aber noch steht die Defense. Care, Connector. Oh, und da der Move von StarQ, der ist richtig gut. Apps ausgeschlossen, offensiv. Und somit wissen Booster und Akuma Bescheid, es geht in Richtung A-Spot. Nehmen wir ihn einfach mal rausnehmen. Der Schaden. 50, 50, 18. Das sind 2, 3 Fälle, Tracy setzen können. Abgesmoked. Booster. Smoked nochmal hinten die Rampe ab. Wird allein gelassen. Karis da mit der McKenna für Close Distance. Sie schießen. Briefer durch die Smoked. Booster. Der Molotov verbrennt ihn runter. 50 HP. Aber ein durchaus machbares 1 gegen 3. Er hat einen Kit. Er hat die AK. Aber eben keine Granaten. Er muss sich jetzt also Schritt für Schritt diesen Retake erarbeiten. Und wo stehen sie, Derek? Wo warten sie? Am Spot, im Jungle, im Connector. Und am Ende ist es Blight, der den ganzen die Krone aufsetzt. Endlich erster Erfolg, die erste Runde mit Derek Esports auf der Mirage T-Side. Jetzt heißt es anknüpfen. Dranbleiben. Ah, bloß nicht in den Economy-Strudel fallen. Wieder geht's gemeinsam Richtung A-Spot. Ersten Smokes in der Hand. Fixpunkte angesetzt. Und Akuma, ein Connector mit der Scout. Hat er lieber auf eine M4 verzichtet. Dafür hat Hüge im Window die AWP. Und die wissen jetzt Bescheid. Okay, die ersten Granaten kommen rein. Natürlich gibt's direkt die Counter-Nades dagegen. Smoke, Nate Richtung Palace, Richtung Rampe. Akuma blind, hat Glück. Und Hüge. Ah, smockt er nochmal nach. Molotov kommt rein. Booster abgesmockt. Rotation ist da. Robbe close. Nochmal schön Hüge mit der AWP. Karlsee gedoppelt. Und Bly. Wieder Bly. Der hier 1 gegen 4 die Runde vielleicht noch entscheiden kann. Aber nicht mit Booster mit der M-Feder. So gut steht Petrik auf ihn wartet. Und dann einfach keine Chance mehr lässt. Also, 6-1. Keine Anschlussrunde für Penderek. Und das ist natürlich, ja, mega gut. Was die Jungs am Anfang in den Högi verschießt. Ja, da kommt ein Flash. Die sitzen nicht, trotzdem kann sie raus. Simo, der Diegel, 18 HP. Derek investiert ein bisschen was, aber auch nicht allzu viel. Pistols, Kevlar, ein paar Granaten. Und sie kommen einfach nicht auf den Spot drauf. Der muss aus dem Molotov raus. 6 AP. Oh, da kommt Booster schon gefährlich nah hinten. Dann ist der, springt darüber. Weiß, dass er close stehen muss. Bekommt noch einen Hit mit, reicht aber nicht. Bly, Cryptix, Beagle, Pico 50. 4 Granaten in der Hand.
Das ist nicht viel. Sekunden auf der Uhr. Molotov und Nate. Und auf dem B-Spot aktuell nur Starkule. Währenddessen der Rest mit drei Mann hinten nach dem A-Spot steht. Starkule die ersten Steps, den ersten durchcrossen. Bleibt oben stehen auf dem B-Spot. Cryptix raus, bleibt Spiegel. Er weiß, dass er irgendwo hinten am Spot steht. Aber schafft das, der Spiegel da noch einen Headshot zu setzen. Jawohl, im dritten Anlauf, droppt runter auf kurz. Ah, das wird erstmal noch gern. Da muss er noch ein bisschen warten, der Robbe, bis er da einen Freischuss fällt. Handbombe ist gelegt, immerhin Geldbonus mitgenommen. Aber jetzt ein einziger Spiegel gegen eine AWP, gegen zwei Rifles. Und das ist schwierig. Gerade wenn Booster, Robbe da fast gleichzeitig aus Apps und von Short durchziehen. Und jetzt gibt es zum allerersten Mal die taktische Pause aus dem Hause Pandaric. Und die scheint bitter, bitter nötig. 1-7 Rückstand. Wir gucken mal kurz aufs Scoreboard. 11-4 Akuma, 9-3 Robbe, 7-1 Booster. Also bislang sieht das alles richtig gut aus. Tja, bei Pandaric 3-2 Frags. Das reicht bislang noch nicht ganz, ja, um da Danke Merkel erfolgreich die Stirn bieten zu können. Und was hat man sich jetzt in dieser kleinen taktischen Pause vorgenommen? Ja, was soll jetzt geändert werden? Und was kann jetzt hier taktikmäßig zum Erfolg führen? Doppel-SG, Doppel-AK, wieder der gemeinsame Aufbau für Nahspots. Und natürlich, wer wartet da wieder? Akuma und Booster. Molotov früh abgesmoked. Oben gibt es die ersten Granaten rein vom Jungle, von Starkule. Hier bekommt Pandaric in der 9. Runde den Entry auf der A-Side. Ah, direkt für die Defensivgranaten. Akuma oben, close. Und der Molotov gegen Kansi. 7 HP verbrennt er fast. Wenn man das Duell gewinnt, Cryptix mit 12. Granate kommt hinterher. Also der Instant Trade sitzt. 4 gegen 4. Und der Vorteil ist ganz klar bei Danke Merkel. 70 bei Care, 7 bei Kasi. Und jetzt auch Bly, der einfach rausfällt. Nochmal Granaten rein. Close Care rechts an der Wand. Starkule braucht ein bisschen zu lang. Schnappt sich ein. Ximo mit der Bombe in der Smoke. Die plantet einfach durch. Booster. Blind durch die Smoke durchgeschossen. Und da hat dann eben Pandaric wieder leider keine Chance. Es ist die 8. Runde. Es ist die Halbzeitführung. Und danke Merkel, ja, scheint zumindest die erste FPC-Design relativ einfach nach Hause schaukeln zu können. Vielleicht jetzt mit der AWP. Ximo, Mitte. Ist später als Starkule, reicht nicht. Smoke liegt. Nochmal durchgeprefired, Granate hinterher. Aber bislang gibt es da sehr wenig Anfangsschaden. Ximo hat den richtigen Riecher, schafft es nicht ganz, Robbe auf nur zu spotten und auch zu hitten. Aber dafür ist es Care auf dem Mars, wo der Instant von Starkey fail werden kann. Und bleibt also am Ausgleich beim 4 gegen 4. Und nur jetzt wieder Danke Merkel mit einer sehr frühen Rotation Richtung A-Spot. Und das öffnet durchaus Möglichkeiten auf dem B-Spot. Högi, Starkule. Noch hat sich nicht gezeigt. Jetzt gibt es die ersten Granaten rein. Starkule, Molotov hinter die Backside. B250, los geht's. Und die AWP. Schon sitzt. Cryptix mit 17. Und alles kommt zum Erliegen. Von hinten pusht wieder Akuma. Sehr schnell, sehr offensiv. Und ein Underpass durch. Erstmal gibt es die ersten Opener auf dem B-Spot. Robbe gedoppelt. Kurz steht noch einer. Akuma mit einer Granate Richtung Spot. Mal da irgendwo noch Cryptix steht. Er mit 17 natürlich leichtes Kanonenfutter ist. Akuma schafft es nicht ganz. Es liegt also an Kalsi auf Short. Und er muss es richten jetzt. Aber keine Chance. Mal wieder. Akuma und Robbe das Ganze sicher runterspielen, erfolgreich rechaken und damit Pandaric. Es bleibt beim Bombplant, es bleibt beim Extrageld, aber die Runde, die gibt es erstmal nicht obendrauf. Nächster Versuch. Wieder Byron. Klar, wir müssen jetzt irgendwas versuchen, Pandaric. Ja, wir müssen irgendwie ihr Glück erzwingen. Und gegen Högi in der Mitte könnte es eine Chance sein. Hat nicht geschaut. Und los, Robbe auf Short noch. Mit einem ist blind, versucht es. Ja, mit ein paar Einzelschüssen durch die Smoke nicht genauso wie Booster. Und die Mitte ist wieder komplett geklärt.
Und es bleibt wieder bei einem einzigen hängen. Diesmal ist es Bly. Und der hat wieder eine schier unmögliche Aufgabe vor sich. 1 gegen 4. Bombe in der Mitte down, Mitte gepusht, Apps leicht gepusht, Rampe offensiv mit Akuma. Was schafft er hier noch? Bly. Oh, Robbe. Gefährlich nah in Richtung Apps unterwegs. Bly. Oh, hört den Jump von Robbe. Robbe! Ganz kurz Glück gehabt im Timing. Natürlich wissen sie jetzt, wo Bly steht. T-Spawn stellt sich Akuma mit der SG hier natürlich für Long Distance. Oh, Bly. Die Frage ist ja gesehen worden. Jawohl. Kopf kommt raus. Akuma, 16 HP reicht. Und somit zweistellig. 10 zu 1 für Danke Merkel. Auf dem Scoreboard hat sich nicht wirklich viel getan. Kalsi bleibt mit 2, der Rest 4-5. Natürlich hier 15-5, 13-4, 11-2. Man könnte sagen, bei Danke Merkel läuft es aktuell richtig, richtig gut. Mitte gedoppelt. Ja, diesmal aus dem Connector angehalten, Högi. Bekommt er den Free Frag in der Smoke-Kante. Rauber. Versucht's weiter. Währenddessen Ximo mit der Scout weiß, Windows könnte stehen. Connector stand vorhin die AWP. Vielleicht da was auf Shorts. Oh, hat Zeit für den Headshot. Reicht nicht. Jetzt kommt er direkt 2, 3 Mal auf einmal. Und hier da keine Chance. Booster, Connector. Pre-Fire durch die Smoke durch. Währenddessen den Asper bereits einnehmen konnte. Kalsi. Gegen die AWP, gegen Högi auf die Close Distance. Jawohl, er verschießt, gibt den ersten, aber keinen zweiten und Karl sie einfach allein gelassen mit der AWP. Und vielleicht genau das das Werkzeug, das er braucht. Akuma Long Distance mit der SG. Leider deutlich, deutlich zielsicherer unterwegs. Sicher auch ein bisschen schneller als mit der Orb. Und das bleibt bislang bei dieser einen Runde. Pistol Ekerot. Ah, Rappel raus. Booster, Akuma. Ah, bekommen wir den einen Mann abgenommen. Cryptic bekannt. Die Pistol vom Booster. Reicht nicht ganz. Und es ist immer noch eine Chance, wenn sie jetzt da vielleicht zu offensiv reinpushen in die Entwicklungsdistance. Aber Robbe lässt einfach nichts mehr anbrennen. Und es sind nur noch 2 Runden. 2 Runden, die man da vielleicht in der ersten Hälfte noch bei Pandaric holen könnte. Auf eine zweite, dritte Runde hochgehen könnte. Aber ich glaube, dafür muss noch einiges passieren. Wieder fast gemeinsam auch auf den A-Spot. Nur Cryptic, der Underpass geht. Direkt ja, von Starchul abgefangen wird. Immerhin gibt es dafür die Trades auf dem A-Spot. Högi, Weiß, Palace steht. Das ist ein 3 gegen 3. Starke mit einer Pop-Flash. Oh, Flash ist gut. Traut sich nicht rumzuziehen. Er weiß, sie könnten am Spot stehen. Starkyl. Und diesmal sieht zwar gut aus. Diesmal bekommt Kerr 3 Entries auf dem A-Spot. Und Robbe. Allein. Kit. M4. Ah, Granate fliegt an ihm vorbei. Molotov ist gut. Flash hinterher. Die Zeit natürlich läuft immer, immer weiter runter. Hört die Steps close. Bly. Versucht's. Robbe zum ersten. Rampe steht aber die Zeit sitzt ihm hier einfach im Nacken. Monotov fliegt zu kurz. Connector wartet ebenfalls noch Care. Und der Quad Kill ist perfekt. Zweite Runde erfolgreich für Pandaric Esports. Es wurde mal Zeit, dass da mal der nächste Erfolg reinkommt. Mit. Oh, wieder offensiv. Booster. Die Granaten sind gut. Doppelter. Starkyl kann traden. Cryptics. Und er braucht jetzt Blitzverlieren von Xim. Er braucht jetzt hier ganz dringend Unterstützung. Und die kommt auch. Währenddessen, Danke Merkel, zieht sich zurück. Defensiv von R-Spot. Defensiv in Richtung Apps. Mitte dafür offen gestaltet. Man weiß ja, sie haben eine Überzahl. Und die müssen sie eigentlich nur runterspielen. Traden. Und die Runde gehört ihnen.
sneaken sich über den T-Spawn. Langsam Richtung A-Side. Natürlich warten sie hinten. Akuma, Starkio. Pen ist nochmal abgesmoked. 60 Sekunden auf der Uhr. Und auch Panderic hat noch zwei Smokes. Molotov, Flash, Nadinard. Also durchaus gute Utility. Na, warten drauf, dass sich Ximo oben mit der AWP im Palace positioniert. Schaut er mal Richtung Jungle, Richtung Stairs. Und unten steht Akuma. Oh, der hat ein gutes Timing. Und da muss da ja irgendwo auch noch Cryptic sein. Starkio, CT geschoben. Robbe kommt über, statt ein bisschen den Cross. Cryptic im 1 gegen 2. Oh, liegt da offensiv. CT spawn. Starkio, einfacher Frick, den er da hat. Und dementsprechend das 13 zu 2 für Danke Merkel. So langsam wird's tricky. Panderic Esports braucht jetzt unbedingt diese dritte Runde auf dem Konto. Ja, braucht unbedingt diese zweite Pistol Round. Und wir sehen bei Danke Merkel. Oh, da gibt's erstmal die schnellen Decoys in Richtung A-Spot. Das Ganze ein bisschen anfaken, aber noch hat Ximo da keine Infos. Ja, da kommt noch keiner raus aus der Rampe. Jetzt aber, Starkuel alleine zeigt er sich auf dem Base-Box. Kann vielleicht einen Frag setzen, den zweiten gesehen, wenn er den auch holen kann. Das wäre der perfekte Fake. Schafft er nicht. Und unter Schluss ist er fast schnell richtig drauf Richtung A-Spot. Ximo, oh, mit dem Messer in der Hand, schaut er da einfach rein. Robbe mit der Glock. Close im Jungle. Hinter Kitchen steht, Mitte steht, überall warten sie. Aber die haben gute Afterplan-Positions. Und das wird schwierig. Kit by Care, Booster, Hügi, beide mal rausgenommen und Care, dumpt den Kit. An 1 gegen 4, die pushen jetzt, wie viel Close steht und der Glock, kommt nicht weit rum. Und dann war's das. Und das ist die Pistol Round für Danke Merkel. Panderic Esports stehen jetzt vor einem sehr, sehr großen Problem. Gehen auf den gemeinsamen 5-Mann-A-Stack. Währenddessen Danke Merkel die Bombe erstmal Richtung B bringt, Windows smoked, Connector smoked und einfach über kurze Naps auf den Split geht. Natürlich merken sie jetzt, okay, Baseball ist offen, da ist überhaupt nichts. Da hat nur die MAC-10, also keine Rifle, die man eventuell verlieren könnte. Und warum nicht jetzt ein bisschen Geld machen, na, mit dem SMG? Granate hinterher, oh, die ist fast perfekt. Ganz einfach delivered. Schaffen sie es mit den Pistols, den USPs, die Long Distance. Sie können sie vielleicht doppeln, trippeln auf einmal. Dann noch einen Flag mitzunehmen, vielleicht eine AK zu sichern, das wäre optimal. Aktuell ja, ist der Schaden gut gegen Starkio mit der MAC-10. Die Robbe mit 50, doppeln jetzt Spots, doppeln die Rampe. Es reicht für ein bisschen Damage, aber viel ist es eben einfach nicht. Matchpoints für Danke Merkel. Schnell, Rampe raus. Blei mit der Granate. Oh, die ist gar nicht mal schlecht. Booster auf 60. Ximo ist nicht bekannt. Jetzt gesehen worden, wenn gedoppelt. Blei ist da. Und das könnte doch schon eine Chance sein. Die Flash ist gut. Blei mit einer, mit zwei. Und es ist nur noch Högi. Und das ist das Einzige, was er gewinnen kann. Kali Bomb kann er erstmal sicher planten, denn da steht in den Job ist ja viel zu weit von weg. Und Högi. Connecte Granate ein bisschen zu früh vielleicht. Hügi im 10. den Schatten gesehen, aber es reicht nicht. Cryptics. Erfolg im CT-Spawn. Und dem Erfolg für Panderic auf der CT-Side. Vielleicht doch nochmal ein Comeback von Panderic Esports. Danke Merkel investiert. Klar, mit 4.000, 5.000 Dollar auf der Bank ist das überhaupt keine Frage. Und diesmal geht's schnell.
ab Richtung B-Side. Oh, wird allein gehalten von Cryptix, währenddessen Mitte offensiv pusht. Oh, die haben keine Ahnung, jetzt gibt's die ersten Granaten raus. Chris ist komplett blind, kann da nichts gegen machen, muss sie passieren lassen. Droppen runter, Richtung Sport, los, Robbe bekommt da Insel ins Gesicht. Cryptix gedoppelt und jetzt kommen sie von Short mit. Kauzi, Care, abgesmogt. Sneakt sich da in die Smoke, schaut Richtung Kitchen, Richtung Set, aber erstmal kommen die Trades rein. Und da Kuma, Kitchen offensiv, Blei, oh bitte, Kuma macht beide. Und Ximo, was kann Ximo da alleine machen? Richtung Spot, schnappt sich Booster, das ist ein einziger Eins, aber Kuma hat schon zwei Frags auf dem Konto und er weiß, dass er Kitchen irgendwo drin steht. Guckt Richtung, der Headshot sitzt und dann ist es das 16:3 für Danke Merkel gegen Pandaric Esports.